Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von SnowRunner. Ja, wir sind gerade dabei, den Anhänger zum Logistikzentrum zu bringen. Ich gehe mal davon aus, dass ich dann auch erst dort meine Materialien für die Reparatur von der Werkstatt holen kann. Deswegen ziehen wir den jetzt da gerade mal hin. Er stand eh schon sehr in der Nähe. Ich hatte den ja schon bis zu dem Sägewerk da geschleppt. Passte. Dann war das jetzt nur noch ein kurzer Weg bis zum Zentrum. Weil sonst kriegen wir da, glaube ich, kein Material. Weil ich hatte geguckt, wegen Material, wo ich das hier denn kriege. Und es war einfach nirgendwo. Also Tank, ja. Aber alle Zementplatten zum Beispiel nicht. Und ich tippe mal, dass wir die im Logistikzentrum kriegen, wenn das halt wieder funktioniert. Was es aktuell nicht tut. Hoppala, was war das? So, wir werden es jetzt aber auch gleich rauskriegen. Wir sind nämlich da. So, Tankstelle ist jetzt verfügbar. Cool. Schon bald werden wir die Anlage wieder zum Laufen bringen. Das heißt, wir brauchen noch mehr hier. Wo ist hier die Tankstelle? Späte Inspektion. Da ist die Tankstelle. Da will ich jetzt hin. Und dann gucken wir wegen der späten Inspektion. Ich nehme an, das ist die nächste Aufgabe. Das wird das Ding hier in... Da ist die Tankstelle. Das ist die nächste Aufgabe, dass wir die Ding hier zum Laufen kriegen. So, Tankstelle hier schon mal ist gut. Späte Inspektion. Das ist eine Aufgabe, weil die war eben noch nicht da. Oder müssen wir dann erst nochmal was anderes gucken? Der Funkturm stellt eine Verbindung zwischen dem Bohrturm und der Stadt im Westen dar. Er könnte extrem wichtig für die Kommunikation mit dem Festland sein. Fahre zum Turm hoch und prüfe seinen Zustand. Wir nehmen es mal an, aber wir verfolgen es noch nicht. Ich würde es nämlich ganz gern das Logistikzentrum erstmal noch fertig kriegen. Nachschub für die Werkstatt. Jawohl, jetzt kriegen wir hier die Ersatzteile, die wir brauchen. Ne, hier müssen die hin. Fahrzeugersatzteile. Wo kriegen wir die denn her? Hier nicht. In Land unter. Da, aus dem Lagerhaus kriegen wir die. Wie viel Geld habe ich? Sehe ich das hier? Motor abstellen. Ich müsste doch irgendwo sehen können, wie viel Geld ich habe, oder?
bestimmt irgendwo. Ich würde jetzt mal kurz nach Landunter gehen und gucken, ob wir da nicht doch vielleicht einen Truck mit Auflieger kriegen. Truckshop. 32.000 haben wir inzwischen. Das muss ja jetzt kein High-End-Truck sein. Selbst der kleine kostet 39.000. So viel zu kein High-End-Truck. Der ginge. Allradantrieb umschaltbar. Was kosten denn da die Reifen? 4,5. Das ist natürlich schon mal Käse. 7.000 würden die kosten. Das Geld hätten wir nicht. Den muss ich erst freischalten. Den ebenfalls. Ja, die sind alle gesperrt. Entweder gesperrt oder hier nicht verfügbar. Wir haben ja noch einige Trucks, ne? Wir haben ja in Alaska noch welche stehen. Habe ich hier auf der Map welche? Das ist der Royal. Das ist der Chevrolet, ist aber halt auch kein Truck, das ist nur ein... Truck habe ich hier gar keinen, ne? Ne. Michigan, habe ich hier einen? Da ist eine Werkstatt. Hier könnten wir aber einen haben. Vielleicht auch in der Nähe der Werkstatt. Wo ist hier die Werkstatt? Gebäude. Da oben war die Werkstatt. Stimmt. Ich erinnere mich. Wo haben wir hier unsere Trucks? Cool, ich habe einfach überhaupt keinen Truck hier. Wie sieht es hier aus? Da haben wir auch keinen Truck. Stehen die hier? Ich habe doch irgendwo noch Trucks verteilt. Da bin ich mir eigentlich relativ sicher. Da steht doch... Ne, das ist Service-Anhänger. Das ist ein Wartungsanhänger. Hä? Da haben wir einen Chevy. Da habe ich den Western Star. Ach, das ist der. Sehr, sehr blöd zu fahren. Da ist ein Service-Anhänger. Da haben wir den Fleet Star. Den International. Da steht ein Chevy. Und da haben wir unseren Pacific. Der ist umgekippt. Da müssen wir noch die Ölfässer bergen. Das sind mit Tankauflieger. Ich glaube, dann würde ich den International gerade mal holen. Dann fahren wir mit dem jetzt mal zur Werkstatt.
Ich weiß, ich könnte den einfach bergen, aber ihr wisst ja, ich mache, das sind so Dinge, die mache ich eigentlich nicht. Muss ich die noch irgendwo hinbringen, die Fässer? Wenn ich die schon dabei habe. Egal, die Aufgabe kann ich zur Not neu starten. Dann gucken wir das so mit dem. Dann würde ich da den Kran noch wegmachen. Und dann bringen wir den nach Dings rüber. Nach Russland. Lassen wir den einfliegen, machen wir das so. Müssen wir nur mal ein bisschen hier über die Map fahren, dass wir den zur Werkstatt bringen. Den können wir noch ein bisschen pimpen dann, das Geld haben wir. Kriegt ja noch ein paar stylische Reifen drauf, ein paar passendere auf jeden Fall. Gucken wir mal, was mit Motor geht. Wie gesagt, der Kran kommt weg. Da würde ich dann nämlich normale Pritsche nur haben wollen, dass wir da auch einen Anhänger dran machen können. Das geht jetzt nämlich nicht. Und das ist doof. So, jetzt müssen wir nur gerade mal zum Portal. Da ist der Chevy. Wir haben schon noch einiges an Fahrzeugen, ne? Nur halt irgendwo. In Alaska stehen auch noch ein paar rum. So. Zur Talsperre. Und dann gucken wir jetzt gerade, wie wir geschickt zur Werkstatt kommen. Aber ich glaube, wir müssen ja einfach der Straße folgen. Die sind nämlich, glaube ich, ganz am anderen Ende. Ja. Folgen der Straße, da hoch und dann dahin und dann da zur Werkstatt. So, machen wir. Wird zwar das Einzige sein, was wir diese Folge jetzt machen werden. Aber dann können wir in der nächsten Folge mit dem hier im Dings durchstarten. Müssen den, wie gesagt, noch ein bisschen aufpimpen. Dass er vernünftige Räder hat. Und der Kran wegkommt. Das letzte Mal, wo ich so eine Fahrt gemacht habe, hat mir dann wirklich jemand unter die Kommentare geschrieben, warum ich denn nicht einfach das auf Bergen gegangen bin, dass das Fahrzeug in der Werkstatt steht. Ja, das ist der einfachere, der schnellere Weg, aber nicht meiner. Wenn ich so Fahrzeuge halt brauche und nicht da habe, wo ich sie haben will, dann ist das wirklich eine ganz, ganz große Ausnahme, dass ich da mal hingehe und tatsächlich Bergen mache. Mit dem Fünfachs haben wir es, glaube ich, mal gemacht. Vor einer Weile. Aber üblicherweise fahre ich dann tatsächlich meine Fahrzeuge dort zum Ziel hin. Das ist genauso wie ich in vielen Spielen sehr selten die Schnellreise nutze. Weil nichts anderes ist das Bergen hier eigentlich. Widerstrebt mir einfach. Hopsala. Es widerstrebt mir einfach. Ja, die Dinger, Fässer gehören zu irgendeinem Ölauftrag, glaube ich, wo wir das Ölfässer bergen müssen. Den können wir aber, wie gesagt, einfach neu starten, wenn wir da wieder mal zukommen sollten.
Dann reaktivieren wir mal wieder unsere alten Trucks hier, ne? Da ist die Kurve, nicht, dass wir da geradeaus runterfahren. Ich glaube, das käme nicht gut. Irgendwann müssen wir mal die ganzen Karten hier noch fertig machen mit den Missionen. Da haben wir auch noch so viele offen. Werden wir auch noch weitermachen, denke ich mal. Also ich habe vor, SnowRunner noch eine Weile zu spielen. Sofern nicht irgendwie jetzt was ganz anderes, wichtiges, tolles dazwischen kommt. Oder ich einfach tatsächlich mal keine Lust mehr habe. Aber aktuell habe ich wirklich Bock auf das Spiel. Macht mir sehr viel Spaß. Ist eine willkommene Abwechslung zu den anderen Truck-Spielen, wo man halt von einer nur über die Straßen fährt und vielleicht mal mit ein bisschen Glück so eine Art Feldweg zu sehen kriegt. Und seitdem das Spiel wieder richtig funktioniert, also es lag ja nicht am Spiel, lag eher am PC, irgendwie an den Treibern. Seitdem das Problem behoben ist, macht das auch wieder richtig, richtig Laune. Wo hatte ich ja immer das Problem, dass es ständig abgestürzt ist. Lief so erst 20 Minuten, dann stürzte es ab und danach alle 5 bis 10 Minuten. Und das war ultra nervig. Kann ich dazu nur sagen. Das hat wirklich keinen Spaß mehr gemacht. Aber so jetzt, wenn das zuverlässig stabil läuft, ist eine richtig, richtig feine Sache. Ich könnte den Anhänger noch mitnehmen, ne? Ne, kann ich nicht. Kann ich nicht. Deswegen muss ich den ja umrüsten. Weil ich eben keinen Anhänger mitnehmen kann. Tada! Boah, der Weg hier runter ist ganz schön lang. So lange hatte ich den gar nicht in Erinnerung. Und wir sind immer noch nicht unten. Immer noch weit weg von unten. Ah, da hinten ist aber schon die Staumauer. Fast gesagt Staubrücke, aber Staubrücke ist ja ziemlicher Blödsinn. So, weiß gar nicht, warum da noch gesperrt ist. Die Brücke ist doch da. Oder was man also Brücken nennt, ne? So. Ja, hier waren wir auch schon lange nicht mehr, ne? Aber ja, wie gesagt. Machen wir vielleicht demnächst auch mal irgendwann wieder weiter. Ich will jetzt erstmal die Werkstatt freischalten. Da in Russland. Und dann müssen wir mal gucken.
Aber dazu brauchen wir halt erstmal das Logistikzentrum, dann kann ich die Werkstatt machen. Und dann können wir vielleicht den Riss noch das eine oder andere bergen. Und ich muss vor allen Dingen mal gucken, wie ich diese komischen Scan-Punkte finde. Alpha, Beta, Omega. Ich habe momentan einfach, was mir halt wirklich fehlt, ist ein Anhaltspunkt. Wonach muss ich suchen? Das könnt ihr mir sehr gerne mal in die Kommentare schreiben. Wonach muss ich suchen? Ich kann ja nicht einfach wahllos über die Map fahren. Oder muss ich genau das tun? Wahllos über die Map fahren. Weil ich würde jetzt erwarten, dass es ähnlich wie bei dem anderen Scan-Punkt, die wir hatten, dass ich irgendwo mal eine Richtungsangabe habe oder einen Suchbereich oder irgendwas. Aber Alpha, Beta, Gamma sagt mir gerade gar nichts. Also da dürfte mir gern zumindest mal einen Anhaltspunkt in die Kommentare schauen. Vielleicht nicht unbedingt, wo das genau ist, aber einfach einen Anhaltspunkt, wonach ich gucken muss. Dass ich das finde, was ich da machen soll. Weil Alpha, Beta, Gamma sagt mir gerade nichts. Fehlt mir da einfach nur die Verbindung zu irgendeinem Bereich, den ich vergessen habe? Oder was ist da tatsächlich zu tun? Wie gesagt, schreibt es mir gerne in die Kommentare, dass ich da mal so einen Tipp habe. So. Ne, hier sind wir falsch. Truck Wash. Ich will nicht waschen. So. Zur Werkstatt. Zum einen wollen wir nochmal kurz individualisieren. Haben wir motortechnisch was Besseres? Nö. Federung. Haben wir erhöht. Montieren war Standard, verkaufen war, bringt auch noch mal 4000. So, jetzt können wir auf jeden Fall, ich wollte gerade sagen, jetzt können wir auf jeden Fall die großen Reifen fahren. Die D sind, glaube ich, nicht so gut, hat mir mal jemand gesagt. Dann nehmen wir die MHS1. Ich hoffe, das war eine richtige Entscheidung. Ich hätte gesagt, wir könnten die großen fahren, aber es gibt keine großen. Langwinde, Medium. Mediumwinde optimiert. Diffsperre haben wir. Ersatzrad haben wir. Schnorchel. Können wir den holen? Montieren. So, das ist nämlich ein bisschen höher als der hier. Nicht viel, aber ein bisschen. So. Hier würde ich auf jeden Fall den Auslegerkran abmontieren. Ja, ist okay. So, dann haben wir nämlich das. Dann können wir nämlich auch Aufleger transportieren. Das war mein Ziel. Hochleistungswinde Medium. Optimiert für mittelschwere Trucks, verlängertes Seil. Verfügt über verbesserten Motor. Ich glaube, die nehmen wir. Die rüsten wir aus. Und die verkaufen wir. Dann haben wir noch wieder 11.000. Sehr gut. Kommen wir zurück. Zurück. Abstellen. So, wir sind im Torklager. So. Dann können wir wieder nach Taimir. Land unter. Werkstatt.
So, sehr gut. Torglager einsetzen. So, und Werkstatt verlassen. Sehr gut. Wir haben jetzt einen Truck, mit dem wir nee, das wollte ich nicht. Das wollte ich, genau. So, dann brauchen wir nämlich die Fahrzeugersatzteile. Die kriegen wir hier im auf der Map. Nämlich da. Und die müssen wir rüberbringen nach Steinbruch. Das machen wir aber in der nächsten Folge. Ich sage vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Lasst gerne ein Like, einen Daumen nach oben da. Und wir sehen uns in der nächsten Folge dann wieder. In diesem Sinne, tschüss. Bis zum nächsten Mal.